ICF-Freudlingen Podcast. Danke, dass ihr heute hier seid und uns mit dieser Predigtdienst. Andy, komm gerne zu mir auf die Bühne. Ja, genau. Lass uns wirklich Danke sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns heute dient. Schön, dass du da bist. Hi. Du, für alle, die hier sind, die dich nicht kennen, ihr dürft euch wieder setzen. Sag mal kurz, wer bist du? Stell dich mal ganz kurz vor, damit alle eine Idee bekommen, wer du ungefähr so bist. Also ich bin Andy Sohl aus Friedrichshafen, ich wohne dort, bin Leiter einer Freiwilligenorganisation, Pastor im BFP und, also das ist die Pfingstbewegung in Deutschland und in einer ICF-Gemeinde, Teil einer ICF-Gemeinde, die ich mitgegründet habe und noch für Konflikte und Krisen im ICF zuständig. Okay, jetzt könnte ich da viel nachfragen. Das lassen wir jetzt mal. Nein, aber du hast schon kurz einen Einstieg gegeben. Bringst du nochmal vielleicht für die Leute, was ist dann genau im ICF und aber auch darüber hinaus im BFTP? Was machst du so von deiner Arbeit her dann? Wie sieht es konkret aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich leite eben die Freiwilligenarbeit. Gleich kriegt ihr da ein Video noch zu sehen. Und im ICF, wenn es irgendwelche Konflikte gibt oder Krisen gibt, die ein bisschen größer geworden sind, die man nicht in der Church einfach nur handeln kann, darf man sich an mich wenden und dann versuche ich mit einem Team zu helfen, wo es irgendwie geht. Vielen, vielen Dank. Dann ist jetzt gleich deine Zeit. Ich möchte noch für dich beten. Gott, ich danke dir, dass du Andy uns heute hingeschickt hast, dass er uns dienen wird. Und ich bitte dich, leg deine Worte in seinen Mund, dass er zu uns spricht und du unsere Herzen anrührst und uns veränderst. Amen. Vielen Dank. Lass uns ihm nochmal einen Applaus geben und dann hast du die Bühne. Ich freue mich riesig, bei euch zu sein. Ich bin auch noch verheiratet, habe meine Frau und ich habe zwei Jungs. Der eine, der ist gerade in Sydney im Hillsong College, macht eine Ausbildung dort, seinen Bachelor und Master wird er dann machen und hoffentlich nach Deutschland zurückkommen und hier in der Church mithelfen und dienen. Der andere, der ist beim AVC tätig und arbeitet dort und macht auch gerade eine Ausbildung zum Pastor nebenbei. Und so, obwohl ich viele Fehler in meinem Leben gemacht habe und wir gehen beide Jungs den gleichen Weg wie der Vater und ich freue mich riesig darüber. Bevor ich jetzt in die Predigt einsteige, möchte ich euch ein Video von der Arbeit, die ich leite, eine Freiwilligenorganisation, die junge Leute in die ganze Welt entsendet. Und da werden wir ein Video kurz darüber sehen und ich bitte euch, das einzuspielen. Worldwide Volunteers ist eine christliche Freiwilligenorganisation, die Menschen in unterschiedlichste Gegenden dieser Welt entsendet, in alle möglichen Projekte und in verschiedenen Programmen. Wir wollen durch die Freiwilligendienste Menschen eine Möglichkeit geben, sich in anderen Kulturen weiterzuentwickeln als Persönlichkeit, aber auch einen Horizont zu bekommen in ihrem Leben. Und dadurch prägen wir Menschen für die Zukunft. Wir arbeiten mit dem Weltwärtsförderprogramm vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und wir entsenden ca. 40 Freiwillige in den globalen Süden, in Länder in Zentralafrika, wie zum Beispiel Uganda oder Ghana, oder nach Südamerika, nach Kolumbien und Argentinien, oder Asien nach Thailand. Im Internationalen Jugendfreiwilligendienst, IRFD, ist es möglich, weltweit zu entsenden. Hier kann man einen Freiwilligendienst zwischen mindestens 6 Monaten bis maximal 18 Monaten absolvieren. Wir als Worldwide Volunteers entsenden in Länder wie zum Beispiel USA, Thailand, Vietnam und natürlich Israel. Israel hat sich in den letzten Jahren als unser Hauptland zur Entsendung von Freiwilligen im IRFD entwickelt. Incoming ist das Programm für internationale Freiwillige in Deutschland. Wir arbeiten zusammen mit verschiedenen Partnern, zum Beispiel Kirchengemeinden, Seniorenheime, eine Schule und auch eine Einrichtung, die Reha-Programme vermitteln. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit neuen Partnern. Ich war für meinen Freiwilligendienst in Israel, in der Nähe von Haifa. Ich war in Ghana ein Jahr lang in einem Fußballinternat. Ich habe meinen Freiwilligendienst in Uganda gemacht. Ich war ein Jahr lang in Ghana und habe dort in einer Schule mitgeholfen als Kunstassistentin und in einem Kinderheim.
Der Freiwilligendienst hat meinem persönlichen Wachstum mega geholfen. Mir hat es richtig gut getan, aus meinem persönlichen Umfeld und meinem Alltag rauszukommen und was Neues zu sehen, neues Land, neue Leute. Also ich bin wirklich nicht als die gleiche Person zurück nach Deutschland gekommen, wie ich nach Israel gegangen bin. Man erlebt einige Herausforderungen, weil einfach gefühlt einfach alles anders ist. Alles, was vorher gewohnt war, wo man irgendwie in diese Situation reinkommt und man weiß, wie es funktioniert. Das gibt es dort eben nicht. Man muss sich an vieles Neues gewöhnen. Durch meinen Freiwilligendienst bin ich sehr viel offener geworden, sehr viel selbstbewusster. Aufgrund dessen, dass ich zum Beispiel in eine ganz fremde Kultur eingetaucht bin. Und dafür bin ich sehr dankbar. Dankbarkeit ist etwas, was ich in diesem Jahr wirklich sehr gelernt habe. Ob es fließend Wasser ist, einfach ein sauberes Bett, saubere Kleidung, frisches Essen. Das ist etwas, was ich nie wieder als selbstverständlich sehen werde. Wir glauben, dass jeder Mensch eine Berufung von Gott hat. Die Frage ist nur, wie komme ich in diese Berufung hinein? Und da spielt dieses Jahr eine Rolle, weil im Auslandsjahr erkenne ich meine Fähigkeiten, erkenne meine Grenzen, erkenne meine Gaben und Talente und meinen Platz von Gott. Und dafür ist dieses Jahr da, sich als Persönlichkeit zu entwickeln und den Willen Gottes zu erkennen. In diesem Jahr konnte ich Gott als Versorger, als Tröster und vor allem als Vater erleben, dass er mich einfach richtig reich beschenkt. Ich hatte nicht viel, aber ich hatte immer genug. Und was ich erstaunlich fand, dass Gott Wege findet, in dieser anderen Kultur trotzdem mir zu begegnen. Der Freiwilligendienst hat auch meine Beziehung zu Gott total gestärkt. Einfach dadurch, dass ich alleine in mein Projekt gegangen bin und ich wirklich einfach Gottes Präsenz in den Momenten gespürt habe und ihn wirklich auch als Freund an meiner Seite hatte. Wir als Freiwilligenorganisation sind zum Teil spendenfinanziert. Darum würden wir uns riesig freuen, wenn deine Spende uns und die Vision dadurch unterstützen würde. Die Informationen, wie du das tun kannst, findest du auf unserer Homepage. Wenn du Interesse hast, kannst du unsere Projekte, die verschiedenen Länder oder auch die verschiedenen Bereiche auf unserer Homepage besuchen unter www.ww-volunteers.de. Das ist das Projekt, was ich selber aufgebaut habe und habe mich gewundert, eigentlich nur für meinen Sohn am Anfang und dann ist da eine ganze Organisation draus geworden. Also wenn ihr Fragen habt, ich stehe euch auch gerne hinterher noch zur Verfügung oder schaut auf unserer Homepage. So, jetzt komme ich zum Wort Gottes, zu dem Thema. Und ich muss euch schon ehrlich sagen, als ich heute Morgen hier ankam, ne, oder hier hingefahren bin und ich so ein bisschen über die Situation auch von hier mitgekriegt habe, Mike, seine Familie, seine Frau Bibi, und dann sicherlich auch viele, die hier sind und diese Thematik so erleben, dass Dinge einfach nicht funktionieren, Krankheit da ist, Schmerzen, dann denke ich eigentlich, habe ich gedacht, ja, und ich gehe jetzt nach Reutlingen und predige über das Thema? Wie soll ich das denn, wo wir genau an der Stelle stehen und manchmal Gott nicht verstehen und sagen, Herr, was passiert denn eigentlich an dieser Stelle? Warum denn das alles? Und ich sage euch, ich treffe viele Menschen auf dieser Welt, auch die Jesus nicht kennen, die mir genau das sagen, wo ist denn dieser Gott? Und wisst ihr, Heilung und der Bereich ist das, was uns alle miteinander vereint. Weil das der Punkt ist, was irgendwie alle berührt. Heilung, der Wunsch, der uns alle verbindet. Darum glaube ich, dass wir alle in diesem Thema heute miteinander vereint sind und nicht irgendwie getrennt. Den einen betrifft das aktueller und den anderen nicht, aber ich weiß und bin überzeugt, irgendwann trifft es jeden oder er hat das erlebt, dass er eigentlich da ist. Und das ist etwas, was mich wieder dahin gebracht hat, wo ich gedacht habe, genau, das ist genau das richtige Thema zu diesem Zeitpunkt, was wir uns wahrscheinlich nicht gewählt hätte, die Church, wenn wir gewusst hätten, in welcher Situation wir wären. Aber Gott weiß, warum. Und ich glaube an einen Gott, dem alle Dinge möglich sind. Und ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer heißt, Gott ist kein Lückenbüßer.
Wir sollten ihn auch in seiner Macht und nicht nur in seiner Schwachheit anrufen. Erstmal habe ich darüber nachgedacht, Gott in seiner Schwachheit. Ja, so wirkt Gott an mancher Stelle, dass er schwach ist. Wo ist er denn in diesen ganzen Kriegssituationen? Und ich weiß nicht, ob du nicht auch schon mal so gedacht hast. Und ich habe Gott schon manchmal gefragt, Herr, warum passiert das alles? Warum passiert das in meinem Leben? Warum? Was soll das? Die Schwachheit, wo du dann das Empfinden hast, Mensch, Gott ist gar nicht in der Situation, ich fühle mich allein gelassen. Aber ich sage euch, heute möchte ich uns ein bisschen den Gedanken hineinpflanzen. Gott ist immer da, wo wir auch sind. Er ist in deiner und in meiner Situation, egal wie sie aussieht. In der mächtigen Weise, wie Gott wirkt, aber auch in der Schwachheit. Wir sehen, dass Gott der Heiler ist. Gott ist der Heiler und wir sind seine Crew. Wir sind seine Mitarbeiter an dieser Stelle und wir werden das hinterher noch stärker sehen. Wenn wir in der Bibel sehen, und wir haben eben gesungen, hier miteinander über die Heilung und über die Kraft und über all das, was Gott getan hat. In der Bibel. Und wisst ihr, mein Papa hatte einen Freund, der war ab und zu mal bei uns zu Hause, Reinhard Bonnke. Der hat uns besucht und dann habe ich diese ganzen Zeitschriften gesehen. Ich weiß nicht, welche in meinem Alter, die kennen das noch alle. Manche, die jünger sind, wissen nicht mehr von Reinhard Bonnke. Und ich habe diese Zeitschriften gesehen, wie Heilungen passiert sind, wie all diese Dinge so gewesen sind. Und manchmal habe ich gedacht, ich kann diese Zeitschriften schon gar nicht mehr sehen. Weil das ist alles in Afrika. Oder wenn wir das alles in der Bibel lesen, ja, das ist alles so weit weg. Gott, ich brauche dich in meinem Leben hier. Die Menschen brauchen Gott heute und hier und jetzt. Und wisst ihr, vor einigen Jahren, als ich eine gute Freundin begleitet hatte, sie hatte Krebs. Und sie war da, wir haben gebetet als Gemeinde ohne Ende. Wir haben geglaubt, wir haben alles getan, was wir irgendwie tun konnten. Und ich weiß noch, ich bin dann weggefahren und und sie lag im Sterben und ich war zu einem Predigtdienst eingeladen und ich bin auf diesem Weg hoch, habe ich gesagt, Gott, was soll denn das? Ne? Unsere Freundin liegt dort im Sterben. Und dann ist sie gestorben. Und an diesem Abend sollte ich predigen in einer Jugendveranstaltung vor vielen jungen Leuten und sie ermutigen, dass Gott der Herr ist. Aber ist das nicht der Alltag in unserem Leben? Dass wir genau da stehen und nur weil Dinge passieren in unserem Leben, heißt das nicht, dass Gott nicht alle Dinge kann. Nur verstehen wir manchmal das nicht. Und ich weiß, ich bin hingegangen zu dem Pastor und gesagt, du, unsere Freundin ist gestorben, ich kann heute Abend nicht predigen. Sorry, das kriege ich nicht hin. Wie soll ich das denn? Und dann habe ich so plötzlich in mir gespürt und habe mir gedacht, diese Welt ist die Welt, die der Teufel zerstört. Und wenn ich aufhöre zu predigen über die Kraft Gottes, dann fängt es an, dass der Teufel seinen Sieg davon bringt. Und dann habe ich mich da vorne hingestellt und habe ihnen erzählt von dieser Allmacht Gottes. Am Ende habe ich ihnen dann die Geschichte von meiner Freundin erzählt, die da war. Und es ist in mir so diese Wut aufgekommen. Und ich habe gesagt, Teufel, du kannst so vieles zerstören, aber das wird mich noch mehr dahin bringen, dass ich das Evangelium von der Kraft Gottes predige in der ganzen Welt. Wisst ihr, ja. Wir leben in dieser gefallenen Welt und der Teufel ist irgendwie der Herr der Welt, das sehen wir ja an jeder Ecke. Aber wir haben eine Hoffnungsbotschaft. Wir haben eine Botschaft der Heilung. Und wisst ihr, was in diesem Begriff Heil drinne steckt? Nicht nur die körperliche Heilung, sondern das allererste ist das Heil in Jesus Christus. Und Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen und er ist am Kreuz auf Golgatha gestorben, dafür, dass Heil in unser Leben kommt. Dass wir gesund werden und nicht nur körperlich, sondern damit wir einmal bei Jesus sein werden, weil dieses Leben hat nun mal ein Ende, oder?
Ja, ist so. Und ich sage euch, ich bin irgendwie vom Alter her schon einiges näher wie viele von euch an diesem Punkt. Ich bin schon 62 geworden. Ich kann es manchmal gar nicht glauben, dass ich schon 62 bin. Und ich bin näher daran. Neulich vor ein paar Jahren, als mein Vater starb, habe ich gedacht, okay, jetzt bist du der Nächste in der Family. Ja, so ist das. Wir leben dahin und tatsächlich, Jesus Christus sagt, das Leben wird weitergehen und ich möchte so viele Menschen wie möglich mitnehmen, dass sie auch in den Himmel kommen und mit mir ankommen werden. Und egal wann, meine Freundin ist gestorben, ja, die ist früher angekommen und sie sieht das, was der Glaube, was sie ihr Leben lang geglaubt hat. Auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. Ich glaube aber, Jesus ist unser Heil und unsere Heilung, weil das Wort Gottes es sagt. Die Bibel spricht darüber, dass Jesus Christus der Heiland ist. Wenn wir in der Bibel sehen, so Jesus heilt den Aussätzigen, Jesus heilt den Diener des Hauptmanns, die Schwiegermutter von Petrus heilt, er heilt einen Gelähmten, er heilt die blutflüssige Frau, lässt eine Tote auferstehen, heilt von Besessenheit. Und das ist doch alles das, was wir in unserer heutigen Zeit erleben, oder? Guck mal in deine Nachbarschaft hinein, was für Probleme da sind. Brauchen die nicht alle Heil? Brauchen sie nicht alle Heilung von seelischen Wunden, von all den Dingen, die ihr Leben bringt? Und da ist es gut, dass wir hier sind, dass wir das ICF hier haben. Und ich sage euch am Anfang, und ich schätze euren Pastor hier sehr, den Mike. Ich habe ihn kennengelernt als eine authentische Persönlichkeit, als einer, wo ich echt Vertrauen zu habe, wo ich sagen würde, zu dem Mann würde ich gehen, wenn ich irgendein Problem habe, weil ich ihm vertraue, weil er auch im Leben ganz normal drin steht, so wie ich in all den Herausforderungen. Und das brauchen wir. Nicht irgendwelche Highlights, die alles nur im Griff haben, sondern die auch in ihren Herausforderungen sind. Und Mike ist für mich ein Vorbild. Und ich freue mich. Und ich habe früher Geschichten von dir gehört, Mike. Ich habe früher hier gepredigt öfters. Und als ihr angefangen habt, kam jemand zu mir und hat gesagt, da gibt es so ein ICF, was jetzt da in Reutlingen anfängt hier was zu machen und die sind ganz komisch und ich habe Geschichten gehört und ich habe dann nur gesagt, ey, sei froh, dass es eine neue Gemeinde in Reutlingen gibt, weil Reutlingen braucht Gemeinden, die Jesus Christus repräsentieren. Und Mike, ich bin froh, dass du durchgehalten hast und weitergegangen bist, trotz allen Schwierigkeiten, egal was die Menschen gesagt haben über dich, über euch und über diese Church. Und wenn ich heute den Raum hier sehe, dann sage ich, wow, es hat sich gelohnt. Aber sicherlich, sorry Mike, dass ich das aussagen muss, keine Gemeinde, die perfekt ist. Wenn ihr eine perfekte Gemeinde sucht, bitte sucht weiter. Die werdet ihr hier nicht finden, weil wir alles Menschen sind mit unseren Schwächen, mit unseren Grenzen. Jesus ist unser Vorbild, der war perfekt, aber wir nicht. Und das zieht sich durch. Jesus Christus ist unser Vorbild. Und wir sind seine Crew. Er vergibt uns alle Sünden und heilt alle Krankheiten. Und dieser Zusammenhang ist ganz, ganz wichtig, dass wir das begreifen. Das allererste ist, dass wir Vergebung brauchen. Bevor wir dann weitergehen und sagen, ja, Heilung ist da. Ich habe in Rumänien gepredigt. Ich bin in den Süden gefahren in Rumänien und habe dort eine Gemeinde gegründet. Habe in einem Gebiet, wo nichts war, weil ich bin so ein bisschen der Pionier. Ich liebe es, in Unmöglichkeiten zu gehen. Und als ihr das hier gesungen habt, oder wir das gesungen haben, ne, unmöglich ist keine Option. Wisst ihr, das Unmöglich, das reizt mich immer. Und man hat mir gesagt, da unten im Süden von Rumänien gibt es eine Region, da gibt es keine Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, und genau da will ich hingehen. Im Süden gibt es in Rumänien ganz große Gemeinden. Also sind wir runtergefahren in den Süden. Und alle haben mir gesagt, Andy, du wirst sehen, wir haben schon so viel probiert dort. Da wird nichts passieren.
Und dann sind wir hingegangen und dann haben wir das erste Mal auf dem Marktplatz haben wir uns dort aufgestellt, ein paar komische Lieder gesungen und dann habe ich gepredigt. Und wisst ihr, am ersten Tag, in der ersten Veranstaltung auf der Straße, 80 Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben und haben gesagt, diesen Gott möchte ich kennenlernen. Nach 3 Tagen, wir haben extra die größte Halle gemietet, weil wir gesagt haben, das brauchen wir. Es waren 5 Christen vorher in dieser Stadt, 80.000 Einwohner. Die Halle war gestopft voll von Menschen. Und Gott fing an, seine Kraft zu zeigen, dass es Unmögliches möglich ist. Es sind Heilungen passiert. Es fing an einem Tag, ein junger Mann, der jeden Abend gekommen ist, ein Kind mit der Mutter war dort und war taubstumm. Und dieser Junge, der sitzt dort jeden Tag kam er und ich sollte für ihn beten. Am 3. Tag, und da bin ich wieder ganz ehrlich, ich rede mit Gott so, wie ich das wirklich denke. Ich habe gesagt, Herr, ich werde für diesen jungen Mann nicht mehr beten. Weil ich brauche mir den Frust nicht anzutun, dass ich nochmal bete und nichts passiert. Und dann kommt dieser Junge wieder, saß in der ersten Reihe mit seiner Mutter. Er kommt wieder und ich sage zu ihm und zu seiner Mama, nein, ich werde nicht für den Jungen beten. Geh nach Haus, glaub, dass Gott was getan hat. Dann war die Mama natürlich nicht blöd. Und ist zu jemand anders gegangen aus unserer Gruppe. Und der hat nicht gehört, was ich gesagt habe. Und dann sagt der zu ihr, geh nach Hause und glaub, dass Gott was getan hat. Dann geht diese Mutter nach Hause. Am Abend habe ich so geschaut, wie kommen die Leute als Pastor, schaust manchmal, wie viele kommen jetzt wirklich so in den Gottesdienst und so. Habe ich so geschaut, hinter der Bühne, hinterm Vorhang. Und was passiert? Ich sehe diese Mama. Und die Mama, ein Strahlen in ihren Augen, kommt zu mir nach vorne gerannt und sagt, weißt du, was heute passiert ist? Ich bin nach Hause gegangen, wir haben gegessen, ich habe mich hingelegt. Plötzlich fängt mein Sohn an, mich aufzuwecken. Und er fängt an, mit mir zu reden. Das Leben lang noch nie ein Wort geredet. Taubstummer Junge fing an zu reden und von diesem Augenblick an fingen die Wunder zu passieren. Es ist unglaublich, wir haben bestimmt 15 Blinde sind sehend geworden. Es sind über 30 Taube wieder hörend geworden. Krebs, Gott hat geheilt von Krebs. Die Leute haben gesagt, geht in den Casa de Cultura, da sind die Deutschen, die heilen die Kranken. Und ich wusste, ich kann das doch nicht. Ich kann keine Kranken heilen, das kann nur Gott. Und wisst ihr, dann haben wir den Kranken die Hände aufgelegt. Und irgendwie war die Gnade Gottes da. Und Menschen sind geheilt. Die haben wirklich, wie in der Apostelgeschichte, haben sie die Kranken reingetragen auf Tragen. Und wir haben gebetet und Gott hat Wunder getan. Menschen sind gesund geworden, ohne Ende, ganz viele. 10 Tage lang, wie die Apostelgeschichte, das Einzige, was wir nicht erlebt haben, waren Totenauferweckung. Aber der Rest von dem, was ich aus der Apostelgeschichte kenne, da habe ich erlebt und da habe ich in Reinhard Bonnke verstanden, dass er sagt, ich möchte mit Menschen beten und manche werden nicht gesund, ja, aber ich lasse mich nie entmutigen, dass ich aufhöre, für Kranke zu beten. Und das mache ich seit diesem Erlebnis immer. In der ganzen Welt, wo ich bin. Ich weiß, dass Gott alles kann. Eins der spektakulärsten Wunder, das war für mich das spektakulärste. Ein Junge, der einen verkrüppelten Arm hat. Und ich lege ihm die Hände auf und plötzlich zieht sich dieser verkrüppelte Arm gerade. Wenn du das siehst, das ist der Hammer. Seit diesem Tag braucht mir keiner mehr erzählen, dass die Wunder nur Wunder sind, die in der Bibel stehen. Nein, es ist heute noch möglich. Auch in deinem Leben. Und ich werde, Mike, wir werden für deine Frau beten. Ey, jeder, der hier krank ist, wir werden heute beten, dass Gott eingreift. Und wir wollen unser Herz zu Gott geben und sagen, ja, Herr, greif ein. Wir haben es nicht im Griff. Deshalb erwartet nicht Heilung von einem Menschen, sondern Gott ist es, der heilt. Jesus ist der Heiler und wir sind seine Crew. Ich werde heute nicht meine ganzen Punkte hinkriegen, aber das macht mir auch gar nichts. Jesus ist unser Vorbild.
Er ist der, der die Sünden vergibt. Aber wir werden heute auch nicht nur beten für Sünden, für Kranke, sondern dass Menschen diesen Jesus Christus kennenlernen, weil das ist das allergrößte Wunder, was es gibt, dass Menschen zu Jesus Christus kommen, dass sie Jesus Christus erkennen und sagen, diesem will ich folgen. Glaube und Gebet sind, ah nein, wir fangen nochmal Matthäus 10, Vers 8, also sorry, Foliengeber, aber das ist die Folie Nummer 6. Jesus sagt zu uns, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es bekommen, umsonst gibt es weiter. Wisst ihr, und das ist nicht nur Jesus sein Auftrag, sondern wir haben den Auftrag von Jesus übernommen. Das ist unser Auftrag geworden, dass wir das machen sollen. Aber wir wissen alle, dass wir es nicht können. Also glauben wir an die Kraft Gottes. Und wir glauben, dass es heute noch Realität ist. Und Worship Team, ich muss euch sagen, ihr wart heute Hammer. Ihr habt Glauben hineingesungen in die Church. Ihr habt etwas schon, den Boden schon gut vorbereitet. Es war wirklich klasse. Jesus ist heute noch hier. Das stimmt. Er ist nämlich da und weil Jesus hier ist, ist Heilung auch hier und wir haben den Auftrag, das zu tun. Und es fragte mich einer mal, ja Andy, ja, wie soll ich es denn machen? Sag ich, ja, das steht doch ganz einfach in der Bibel, leg die Hände auf und bete für einen Kranken, ne? Und ich sage dir, nicht nur hier in der Church soll es geschehen, sondern gerade im Bereich Evangelisation ist das etwas ganz, ganz Wichtiges. Weil Jesus geheilt hat die Menschen, die ihn nicht kannten. Und dann kommen die. Und in Rumänien hatten wir Menschen, die haben einfach gehört, dass das Evangelium, dass Jesus heilt. Und die sind gekommen und sie sind gesund geworden. Weil sie das einfach geglaubt haben. Wir haben schon all unsere Gedanken, warum das jetzt nicht passieren sollte. Ich möchte uns ermutigen, glaube Gott und fang an, einfach die Hände aufzulegen. Es sagte mir mal einer, ich glaube, ich habe die Gabe der Heilung. Da habe ich gesagt, mit wie vielen Leuten hast du denn jetzt schon gebetet? Ja, mit niemand. Ja, also, wie willst du das jetzt sehen? Fang an, leg die Hände auf und ich sage euch, das ist so einfach. Und ich möchte euch echt ermutigen, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld seht, die Hilfe brauchen und ihr fragt sie, darf ich für dich beten? Du wirst sehen, die meisten werden nicht sagen, ja, gerne. Wenn einer das nicht will, okay, gar kein Problem, dann ist doch in Ordnung. Das respektieren wir. Aber fang an. Nicht, dass ihr dann dem Mike, ach Mike, jetzt bitte komm, ich habe da jemanden, der ist krank, komm, bete du doch. Nein, du hast den Auftrag. Seid mutig. Ich möchte euch, Church, jetzt ermutigen, dass ihr selber das tut, dass ihr selber anfangt, mit Menschen zu beten, weil wir haben gar nicht die Zeit. Der Mike, der ist so beschäftigt. Ne? Deshalb bist du an deinen Platz gestellt und nicht der Mike. Und ich sage dir, an deinem Platz, wo du bist, kannst du es viel besser wie der Mike. Ehrlich. Sonst hätte Gott den Mike an deinen Platz gestellt und nicht dich. Darum mach es da, wo du bist. Mach es einfach. Wir haben den Auftrag, wir sind seine Crew und wir dürfen das tun. Macht es, tut es. Was ist aber, wenn es nicht passiert? Wenn du jetzt gesagt hast, ich bete für dich und da passiert nichts. Ja, dann könntest du dich vielleicht ein bisschen blamieren, oder? Und dein Ego ist nur ein bisschen angekratzt, oder? Wenn du nicht sagst, ich kann heilen, sondern der Herr kann heilen, kann nur er sich blamieren, nicht du dich. Darum, fang einfach an, tu's. Und das wäre für mich das Allerliebste, dass ihr jetzt an die Orte geht, wo ihr wohnt, wo ihr seid, wo Menschen Hilfe brauchen und das einfach tut. Dann hat der Gottesdienst, dann hat diese Celebration sich gelohnt. Nicht, wenn ihr sagt, oh, schöne Predigt, Andy, tolle Geschichten, die du erzählt hast. Ja, super. Nein, wir sollen aktiv werden. Wir sollen etwas tun. Jesus Christus ist gekommen. Und wenn es nicht passiert, und selbst wenn du dich blamieren würdest, dann zerbricht nur dein Stolz, oder? Und weißt du, was Jesus schon das ganze Leben bei dir versucht zu tun? Dein Stolz zu zerbrechen. Ja,
Also, passiert nichts Besonderes da, sondern das, was Jesus schon lange wollte. Also, unseren Ruf verlieren können wir gar nicht wirklich. Also möchte ich uns ermutigen, Jesus Christus zu glauben. Wir wissen aber, dass denen in Römer 8, Vers 28, Folie 12, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten wirken. Und ich sage euch, das ist mein Lieblingsvers, den habe ich so häufig zitiert. Und wisst ihr, Gott prüft mich auch darin, ob ich das wirklich glaube. Alle Dinge dienen zum Besten, denen, der Gott liebt. Und ich habe keine Ahnung. Ich sage euch, es gibt so viele Situationen in meinem Leben, wo ich sage, Herr, ich verstehe dich nicht. Warum? Und der Herr antwortet bei manchen, aber bei manchen einfach auch nicht. Wenn Heilung ausbleibt, dann vertrauen wir trotzdem, dass Gott alles in seiner Hand hält. Aber es hält uns nicht davon ab, an Heilung zu glauben. Und immer wieder dafür zu beten. Und ich möchte euch eine kurze Geschichte aus meiner Jugend, als ich Jugendpastor war, erzählen. Ein Mädel in meiner Gemeinde, in meiner Jugendgruppe, die hatte Asthma. Und die ist Jahre immer nach vorne gekommen. Egal, welche Sache passiert ist, welche Veranstaltung war, ist immer nach vorne gegangen. Und dann kam sie zu mir und sagt, weißt du was, Andy, ich möchte nicht wieder diese Enttäuschung erleben, dass ich zurückgehe und nichts ist passiert. Habe ich ihr gesagt, hör nicht auf, komm, bitte geh so lange, bis Jesus Christus das macht. Beim nächsten Mal geht sie nach vorne, lässt für sich beten und sie wird gesund. Wisst ihr, wir müssen Gott vertrauen. Ich möchte uns sehr ermutigen dazu. Unser Auftrag, und jetzt kommen wir zu der Folie 14, zum Schluss. Unser Auftrag ist Hoffnungsbringer und Heilsbringer zu sein. Das war Jesus sein Auftrag, weil Jesus ja jetzt nicht mehr da ist, ne? Oder? Deshalb sind wir die Hoffnungsbringer und die Heilsbringer. Wir bringen das Heil, dass wir den Menschen sagen können, okay, Jesus Christus ist so gut. Er kann dein Herz heilen. Er kann deine Verletzungen heilen. Er kann deine Sorgen dir nehmen. Er kann in deinem Leben etwas Neues machen. Er kann deine Ehe heilen. Er kann hineinsprechen in die ganzen Situationen deines Lebens. Er kann das alles. Vertrau du ihm. Fang an, dein Leben ihm zu geben. Und fang an, mit ihm zu leben. Und du wirst sehen, wie die Kraft Gottes in deinem Leben etwas verändert. An einer Sichtweise, an dem, dass wir an das Unmögliche glauben, an dem, dass wir erleben, dass wir unser Herz auch Gott geben und dass er unseren Charakter verändern kann. Natürlich, das brauchen wir doch alle. Jesus Christus, wir dürfen Heil bringen. Markus 16, diese Zeichen aber werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Und wenn sie den Kranken Hände auflegen, wird es ihnen besser gehen. Das Fazit von dem, was ich gepredigt habe, ist: Heilung empfangen. Da ist Gott hier. Er möchte, dass du Heilung empfängst. Aber auch, dass du Heilung weitergibst. Nicht, dass wir sagen, oh ja, ich bin jetzt so schön geheilt worden. Gott hat meine Seele geheilt, er hat meine Ehe geheilt, er hat meine Verletzungen, Wunden mir weggenommen. Nein, dann hast du einen Auftrag, dass du gehen sollst, es weitergeben. Das, was du bekommen hast, das darfst du weitergeben. Jesus Christus ist hier und gibt uns diesen Auftrag an diesem Morgen mit in unser Leben. Unser Glaube an Gott gibt uns Kraft, Heilung und Hoffnung in die Welt zu tragen. Wir sind nicht nur Empfänger von Gottes Heilung, sondern auch seine Botschafter in dieser Welt. Egal, ob die Heilung sofort oder nach einer Weile geschieht oder auch nicht. Gottes Liebe bleibt in allem gegenwärtig und ihm ist Heilung.
alles möglich. Wisst ihr, das ist so diese Zusammenfassung meiner Predigt. Und ich möchte dich aufrufen. Und wir werden gleich hinterher auch beten dafür, dass wir Gott heute Morgen glauben, wenn in deinem Leben Krankheit ist. Wir werden hinterher in dem Lied noch miteinander beten, dass Gott mit seiner Kraft diesen Raum erfüllt. Aber mach dir schon mal Gedanken, bis wir dahin beten, dass du auch sagst, wo sind Menschen, die zu Hause oder in meinem Umfeld diese Hilfe brauchen. Und wir werden genauso dafür beten. Herr, und ich danke dir, dass du Gott bist. Und wir wollen nicht unser eigenes Ding nur machen hier auf dieser Erde, sondern wir wollen dich hineinlassen. Wir wollen deine Größe, an deine Größe glauben. Wir wollen, dass du in unser Herz kommst, dass du mit unserem Herzen arbeitest und in unserem Leben arbeitest. Jesus, ich danke dir, dass deine Kraft da ist, dass deine Herrlichkeit da ist, dass du uns begegnest. Du bist Gott. Du hast eine Antwort. Du hast eine Antwort. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Infos unter icf-reutlingen.de.